Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir machen weiter. Und sind hier immer noch auf der Flucht. Komm schon, Lara. Schneller, ein bisschen schneller. Geräuschloser Kill. Ja. Jetzt lass mich doch mal in Deckung gehen. Okay, ich muss ihn töten. What the fuck, ich wollte gerade sagen. Warum schreckt ihr überhaupt noch zurück? Ich muss direkt weg sein, der Typ. Mein Gott. Geht doch. So, jetzt weg mit dem Pisser. Schön auch noch die Sachen mitnehmen. Klar, das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt immer schon Bergungsgut. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Rob. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ich versuch's. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ist möglich, wa? Ist möglich. Wenn man genau überlegt, könnte es möglich sein. Aber ich muss definitiv noch klarkommen hier mit dem Zielen. Ist eigentlich gar nicht so gut, wenn man ständig irgendeine andere Konsole zockt, einen anderen Controller in der Hand hat. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Wie gesagt, ja, diese Tagebücher sind extrem interessant. Da erfährt man noch mal ein bisschen was über die anderen Charaktere, vor allem. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß
nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Ach, Ross muss das wieder machen. So, schön. Gewickelte Sehne. Und dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal ein anderes Outfit. Das ist irgendwie so ein bisschen aggressiv, sag ich mal. Ist auch nicht gut. Was haben wir denn noch? Ingenieurin, Meisterschützin. Okay, das ist hier das Tribute von Panem Outfit anscheinend. So ein bisschen. Ah, der war doch fast im Kopf. Ich sag ja, es geht besser. Es geht fucking nochmal besser. Oh, das wird so schlimm, Leute. Oh mein Gott, das ist so peinlich, Alter. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mit dem PS4-Controller besser kann? Nee, oder? Aber ist einfach so. Ja, ist trotzdem keine Ausrede. Es ist einfach unnormal scheiße. Was soll man dazu sagen? Was? Brauche gar nicht drum herum reden. Ist einfach scheiße von mir, ganz einfach. Simple Geschichte. Einfach nur beschießen, Alter. Beschießen. Deswegen schön sämtliche Upgrades mitnehmen, mich schön aufleveln und das alles ausgleichen und am Ende nur mit der Schrotflinte durch die Gegend laufen. Das ist der Plan. Ja, genauso wird's gemacht. Mach ihn weg, mein weg. Shit. Kann ich nicht zuschlagen? Ging das nicht? Ich
bin total crazy, Mann! Ah! Weg hier, weg. Ja, alles cool. Ich stell mich aber auch an, aber egal, ich lebe noch. Ich bin noch nicht im Kampf gestorben. Also, es ist doch alles noch okay. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Natürlich alles freiwillig, ist ja klar. Er hatte nicht etwa Angst um sein Leben oder sowas? Hier brauchen wir Feuer. Oh, okay. Das war ein bisschen risikoreich. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Okay, dann hätten wir das auch und gehen noch mal ein bisschen weiter. Immer schön mit dem Arsch zur Wand wie im Knast. Und natürlich Mund zu halten. So. Ja, das kann sie. Sie kann ihren Arsch ganz gut einsetzen. Und ihre Beine, Oberschenkel, etc. Sam Fisher ist nichts dagegen. Obwohl, der macht als Typ einen Spagat. Naja. Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kyle. Tu mir das nicht an, du verdammter Mist. Gott sei Dank, er lebt.
Rudel ist irgendwo da oben. Okay, Moment. Oh, das müsste doch schon wieder für ein Upgrade reichen, glaube ich. Ja. Zack. Sehr schön. Okay. Kleines Hoppelhäschen. Hoppelhäschen. Ja gut, ja, das ist halt das Ding so, weißt du, wenn ich nicht mal Köpfe treffe von irgendwelchen Menschen, werde ich sicherlich auch nicht so ein kleines Hoppelhäschen treffen. Weil ich scheiße bin. Oh, da oben war was. Habt ihr es gesehen? Da hat was geleuchtet. Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Ich bin ja der Krasseste. Ich habe es einfach getroffen. Krass. Ja gut, wir sind jetzt aber nicht auf der Jagd. Nach irgendwelchen Chickenwings. Okay, da rutscht man runter. Wo müssen wir nochmal hin? Genau, da oben hin. Aber wie war denn das nochmal? In Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen. Er brauchte einen Drink. Ja. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Yamatai? Ah, da drüben, guck mal. Das ist so ein Ding. Ich weiß ja nicht. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben in die Kommentare, Leute. Wer das Spiel noch nicht kennt. Ich kann es irgendwie nicht glauben, dass das noch niemand kennt. Weil viele haben es schon gemacht. Viele Leute haben es Let's Played. Viele Leute haben es sich vielleicht auch mal auf der Xbox 360 umsonst gezogen, als es für Xbox Gold im Angebot war, zum Beispiel. Aber ihr seht schon, hier an jeder Ecke ist irgendwas, wo wir später noch hinkommen oder zurückkommen, besser gesagt, um das dann erst nutzen zu können oder öffnen zu können oder etc. was weiß ich. Zum Beispiel diese Balken, da brauchen wir ein Upgrade, oder für diese verrammelte Tür da. Wo ist denn das? Unter uns, glaube ich, war das. Und, ja. Wir kommen später halt nochmal hin. Wir können das alles noch erkunden. Also man kann... ich bin so ein Affe, wa? Habt ihr das gesehen? Das war so dumm von mir. Warte mal, soweit ich weiß, war hier auch noch was. Hier lag auch irgendwo noch was. Irgendwo hier lag, glaube ich, noch so ein Geocache-Ding. Oh, shit. Haben die das schon? Nee, ne? Oh Gott!
komplett falsch abgesprungen. Komm, Leute, da können wir noch mal ganz kurz reingehen. Das machen wir noch in dem Part. Komm ruhig her, ich knall dich einfach eiskalt ab. Nein, ich will die töten. Alter. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. Alter! Das war knapp. Mit der willst du dich nicht anlegen, Leute. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann mal einen Cut. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Wenn es der Fall ist, lasst gerne ein Like da als Unterstützung. Wäre super von euch. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.